Damit sind Melanie Dittmar und Düvida auch heute Abend wieder verantwortlich für ein erhebliches Verkehrschaos in der Düsseldorfer Innenstadt. Nur damit da keine Missverständnisse aufkommen, wer hier die Verantwortung dafür trägt, dass man montags in der Innenstadt weder zu Fuß noch mit Bus oder Straßenbahn und schon gar nicht mit dem Auto einfach von A nach B kommen kann. Nee, guten Tag, liebe Melanie. Hi. Hallo. Weißt du eigentlich, wie scheiße du bist? Du hast letzte Woche gesagt, dass du privat hier bist, als Privatperson. Da bist du eigentlich im Vorstand von Pro NRW. Trotzdem privat. Komisch. Und das ist keine Nazi-Demo, die du da machst. Nee. Möchtet ihr Melanie Dittmar mal sehen? Die steht hier. Das ist so ein bisschen zoologisches Experiment. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Sind aber viele Leute da. Ja, ihr seid auch weniger geworden, ne? Weißt du, ja. Kein Geld mehr fürs Geld brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Geld. Ganz ehrlich. Ich glaube, wir nehmen jetzt aber hier die Plattform. Plattform weg der guten Frau. Denn ganz klar ist, dass in Düsseldorf für Leute wie Melanie Dittmar, die sich das hier nicht nehmen lassen, ein bisschen rumzuprovozieren, kein Platz ist. Für Melanie Dittmar nicht, für Pro NRW nicht, für Pro Köln nicht, für die NPD nicht, für die AfD auch nicht so richtig. Nee, die mögen wir auch nicht. Auf Wiedersehen. Pfefferspray eingesetzt. Das finden wir nicht ganz so toll.
Menge Gedränge im Hauptbahnhof. Deshalb vielleicht die Hektik hier vor Ort. Auch die Abreise von Pegida wird begleitet mit antifaschistischen Protesten. Heute war sie nur 18. Wir hoffen, dass es nächstes Mal nur eine Standkundgebung gibt. Ehrlich gesagt, niemand kann dieser Stadt nachvollziehen, dass man euch Affen noch ein Forum gibt, dass ihr hier laufen dürft. Wenn ihr nur noch 40 seid, dann 20, dann 10 und dann vielleicht nur noch Melanie Wittmer alleine mit einer einzigen Deutschlandfahne. Viel Spaß dabei, wir bleiben dabei. Kein Zentimeter in Rassisten. Refugees welcome! Am Freitag jetzt findet ein Soli-Konzert für Düsseldorf stellt sich Querstadt im Haus der Jugend. Dort spielt Elektronik. Haben heute Abend hier auch gespielt, Rave gegen Deutschland zum Beispiel. Sind alle herzlich eingeladen, weil es hat in den letzten Montagen auch immer eine Reihe von Platzverweisen, Gewahrsamnahmen und Festnahmen gegeben. Für die Leute, die sich hier Nazis in den Weg stellen, ist das Geld nachher, um direkt einmal das Kosten zu bezahlen und den Verfahren unterstützen. Deshalb wäre schön, wenn ihr alle kommt. Jetzt Freitag. Wir sind das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer. Wir haben uns erst vor 3 Wochen getroffen und wir finden es richtig toll, dass trotz des, sagen wir mal, mäßigen Wetters die ganzen Montage so viele Leute hier waren, hier Stimmung gemacht hat. Dass ihr gezeigt hat, dass Nazis und Rassisten in dieser Stadt keinen Platz haben. Das ist wirklich toll. Und auch heute waren es wieder 800 Leute, die an den Absperr getan, ordentlich protestiert haben. Ich denke, wir zusammen müssen alle in der Stimmung, eine Stimmung in der Stadt hinkriegen, die Flüchtlinge willkommen heißt und Rassisten dahin stellt, wo sie hingehören, in die Keller und Tiefgaragen, da wo sie herkommen. Vielleicht noch ein Tipp. Melanie Wittmer fährt diesen weißen Lieferwagen da gleich nach Hause, der gehört der Firma Enterprise. Den kann man nur in Bonn und Köln anmieten. Ich würde sagen, viele Telefonanrufe oder Mails bei entsprechender Firma Enterprise, die sind nicht so groß, um zu sagen, wer da eigentlich ihren Wagen mietet, hätte ganz gut in den nächsten Tagen. Vielleicht mal verleihen sie da nicht mal Melanie Wittmer, das ist vielleicht ein Tipp an euch. Es gibt auch für nächsten Montag weiterhin Proteste, wenn sie kommen wollen. Wir haben mit 240 angefangen, waren dann letztes Mal einmal 180, einmal 120, heute nur noch 80. Ich denke, die Zahl wird immer weniger und wir bleiben konstant. Wir sagen euch, kein Zentimeter gibt es für euch in dieser Stadt. Toll, dass ihr alle da wart! Wieder mit der Nazi-Pest, ob es, wieder mit der Nazi-Pest, ob es.